Aus der dunklen Pfarrkirche von Gersau begrüßen wir Sie sehr herzlich, liebe Schwestern und Brüder, an den Bildschirmen. Dunkelheit erleben wir zurzeit in dieser Krise. Nicht nur während der Pandemie ist es so, dass unser Leben verdunkelt wird von Krankheit, von Leid, von Tod. Aber wir vertrauen, und das feiern wir jetzt, Gottes Licht ist stärker als alles Dunkel. Jesus ist durch den Tod zum Leben gegangen. Sein Licht erleuchte unsere Finsternis. Lasset uns beten. Verborgener Gott, du hast dich im Feuer des brennenden Dornbuschs von Mose erfahren lassen. In Jesus Christus, dem Licht der Welt, lässt du uns deine Nähe spüren und vertreibst alles Dunkel in unserem Leben. So segne dieses Licht, das die Nacht erhält, und entzünde in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir einst zum ewigen Osterfest bei dir gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen. Preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Dies ist die Nacht, die unsere Väter und Mütter, die Kinder Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfade durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin.
großen Erlöser hast du gefunden. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Lichte, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Drei biblische Lesungen aus dem Ersten Testament zeigen uns Gott als Liebhaber des Lebens. Das Schöpfungslied aus der Genesis verkündet: Weil Gott das Leben liebt, schafft er aus Chaos Ordnung, aus Wirrwarr ein Lebenshaus. Das Volk Israel durfte Gott erfahren als den, der sie durch das todbringende Meer hindurch vor den todbringenden ägyptischen Elitesoldaten rettete und zum Leben in Freiheit führte. Der Prophet Jesaja schließlich verkündet uns Gott als den, der unseren Hunger und Durst nach erfülltem Leben stillen will. So hören und meditieren wir nun diese biblischen Bilder der Liebe Gottes zum Leben. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag.
Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten. Über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, sechster Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld wird allen Zeit waltet bis in Ewigkeit. Der durch seine Allmacht ruf, Erd und Himmel weise schuf. Seine Macht wird allen Zeit waltet bis in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit seiner Reiterei und seiner Streitmacht hinter den Israeliten her und holten sie ein, als sie gerade am Meer lagerten. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten
zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr auf das Feuer, aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Er hat Israel befreit aus Ägyptens Dienstbarkeit. Seine Huld wird alle Zeit waltet bis in Ewigkeit. Er zerschlug Pharaos Heer, führt das Volk durchs Rote Meer. Seine Huld wird alle Zeit waltet bis in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und ihr werdet aufleben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Er speist alles, was da lebt. Alle Schöpfung ihn erhebt. Seine Huld wird alle Zeit waltet bis in Ewigkeit. Danket Gott, denn er ist gut. Groß ist alles, was
Lasset uns beten. Gott, dein Licht erhellt diese Nacht. In den Abgrund des Todes scheint der Feuerschein des Lebens, in das Dunkel des Grabes der Glanz deiner Herrlichkeit. Ja, du hast Jesus, unseren Bruder, erweckt zum Licht und zum Leben. Als Kirche versammeln wir uns in seinem Namen, um das Geheimnis dieser Nacht zu feiern. So mache uns zum Feuerschein des Lebens, zum Licht deines Lichtes inmitten dieser Welt. Denn Jesus Christus ist uns Licht von deinem Licht, gestern, heute und in Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Rom. Schwestern und Brüder, wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alleluia.
Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Voll Furcht und großer Freude eilten die Frauen zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Wenn wir nun in dieser Nacht aller Nächte unseren Glauben bekennen, dann verkünden auch wir, Sie daheim und wir hier in der Pfarrkirche Gersau, unser Vertrauen auf den Gott, der Jesus auferweckt hat. Den Gott, der neues Leben schenkt und niemanden ins Nichts fallen lässt. Wir erneuern unser Taufversprechen und zeigen darin, wir sind schon aus dem Tod gerettet und mit Jesus zum neuen Leben aufgebrochen. So frage ich euch, Sie daheim an den Bildschirmen und alle, die hier stellvertretend für sie anwesend sind und mitfeiern. Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
hat uns in der lebendigen Verbindung mit seinem Sohn neues Leben geschenkt und uns mit seinem Geist erfüllt. Er bewahre uns in seiner Liebe, in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte, die Chöre der Engel und alle, die hier versammelt sind, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche diese hochheilige Nacht, das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Gedenke aller Mitmenschen, die Opfer des Coronavirus geworden sind und jener, die um sie trauern. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch die Auferstehung von Jesus Christus wird allen Menschen von dieser Welt verkündet,
ihr seid erlöst. Und so wollen wir voll Dankbarkeit zu unserem Gott und Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das erste Wort, wo der Auferstandene seinen Jüngerinnen und Jüngern sagt, ist Shalom, Friede. Der Friede, der uns geschenkt wird in der Feier von seiner Auferstehung. Und so sei der Friede und die österliche Freude des Auferstandenen allezeit in euch. Und mit deinem Geist. Christus ist auferstanden, seht ihn im Brot des Lebens, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wie die Osterkerze das Zeichen für Christus die dunkle Welt erhält, wie sie die Aufmerksamkeit aller an sich zieht, wie sie Wärme und Licht ausstrahlt und uns an den österlichen Sieg Christi erinnert, so strahlst du, Gott, im Dunkel unseres Lebens auf. Du schenkst uns Geborgenheit und neues Leben. Lass uns teilhaben an der Auferstehung deines Sohnes und schenke uns allen österliche Freude. Darum bitten wir dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Mitchristen an den Bildschirmen daheim, ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und ein frohmachendes Osterfest. Möge die österliche Freude Ihre Herzen erfüllen und Ihnen trotz allen Beschränkungen in dieser Zeit Geduld, Hoffnung und Zuversicht schenken. Ein herzliches Dankeschön an Organist Alois Koch und an den Mitwirkenden hier vorne, der Familie Diederen, sowie der Sigristin Frini Nick für den wunderbaren festlichen Osterschmuck in der Kirche. Bitten wir jetzt Gott um sein österlichen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Herr, der auferstanden ist, segne uns und er behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und er sei uns gnädig. Er wende uns sein Angesicht zu und er schenke uns allen und allen, die uns am Herzen liegen, Frieden und Heil. So segne und begleite euch der eine, dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja.